Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Daisy Standalone. Zu dritt. Zu dritt, immer noch zu dritt, woo! Wupp, wupp. So Nachtbedenken. Kann es endlich aufhören? Niemals. Also, was ist eigentlich mit der Windschutzscheibe links passiert? Die ist ein bisschen zersplittert, ich glaube. Ja, Windschutzscheibe links! Keine Seitenscheibe. Links. Keine Seitenscheibe, das ist die Windschutzscheibe. Und dann hat sich das Auto ein bisschen ausgedehnt. Hä, hat da jemand gegengeschlagen? Ja, gut, okay, das kann sein. Gegengeschlagen. Ja, vielleicht ich. Gegengeschorzt. Alter, fahr nicht so schnell, ey. War noch schneller, Manu. Ist das? Nee, hier noch nicht, ich oder? Ich glaube, es war eins weiter. Nee, die 13, die 13. Hier, 14. Hä? 14, ja. Ey, was soll hier ja, sein? Ja, doch, tatsächlich. Achso, ich hab den Zelt. Look öff, da macht der doch mal den Glübschen öff. Ja, hier haben wir noch mehr. Wir haben so viel Sachen hier. Oh, hier ist noch mal eine normale... Ballistischer Helm. Sweet, ein Bausparvertrag. Yeah. Ballistischen Helm nehme ich. Dennis, deine ACP-Munition hast hier und Mass. Alter, aber wirklich. Das ist gut. Rictic Feel, Habermacken gut. Genau, meine Munition ist hier nicht, ja. Das Alter, hier hast du auch noch so viel, Dennis. Für Dennis ist hier. Ja, ich versuche gerade mein. Alles. Wo ist jetzt. Ah, hier ist schon eine schwarze Feldjacke. Wow, ich kenne die noch gar nicht. Dennis, hier ist noch eine Ergänzungstasche drin für deine Dingsweste. Ja, Sekunde. Ich glaube, ich habe eine. Pioniergewehr. Ich glaube, das nehme ich mal mit. Das ist falsch. Ach, krass. Es gibt Kampfhandschuhe in schwarz und Kampfhandschuhe in braun und grün halt. Ja. Ach, braun kenne ich auch gar nicht. Und nochmal ein AK-Magazin ist ja auch noch drin. Dennis. Alter, hier ist ja ACP-Munition wirklich en masse. Ja. Da draußen in den Fässern auch. Das ist einfach nur traumhaft. Haben wir hier ein Pioniergewehr drin? Oh, hier sind ja noch mehr Ergänzungstaschen. Wenn du willst, kannst du hier den taktischen Helm nehmen, Dennis. Da kannst du Nachtsicht, Visier und sowas ranmachen. Ja, den nehme ich dann wahrscheinlich auch. Wo ist denn jetzt hin? Okay. Also, zieh den noch an, Amenab Zicki. Amenab. Muss ich den nicht anziehen, deswegen. Ah, ja. Okay, deswegen. Hier, das Nachtsichtvisier ist hier auch drin, hier in dem einen Fass. Ey, ich finde das geil. NSG heißt eigentlich dann Nachtsichtgerät und nicht Night View Garrett. Keine Ahnung. Night Vision. Night Vision. Night Vision Goggles, ja. Wenn es NVG heißt. Google Maps. Kampfhelm mit Stoßminderung wird als Kopfschutz im Kampfszenarien eingesetzt. Ist das sogar noch ein Magazin für den Wann gibt's den denn? Ballistischen Kampfhelm schon lange. Aber ja gut, aber normalerweise in blau. Ja, stimmt, den gab's ja hier als Flieger-Pilotzeug da, ne? Irgendwie sowas. Stimmt. An den Feind! Manu, wollen wir mal kurz gucken, wo wir sind? Wir sind. Nicht schlecht. Wir sind. Komm, wir gehen Richtung Norden. Komm, wir gehen Richtung Norden. Solange es geht, okay. Tschüss. Das war's schon. So. Okay. Nicht schlecht. Mit dem Finger. Guck dir mal die braunen Handschuhe an. Siehst du das? Schwarz. Die sind braun, die sind knallebraun sogar. Schwarz. Alter, du musst unbedingt zum Optiker. Ich hab doch schon eine Brille, liegt im Auto, da wo sie hingehört. Ach, du benutzt auch, ja, okay, das ist ja cool. Ja, natürlich. Oh shit, meine Sturmweste ist demoliert. Ah, oh, gönn ich dir. Nee, das ist nicht gut. Nicht so gut. Mach's da heile. Guckst du mir dabei zu? Ich guck dir dabei jetzt richtig. Oh yeah. Findest du das erotisch? Ich klau dir erstmal ein Magazin für die Munition, die ich brauche. Hä, die ist immer noch demoliert? Oh nein, ich brauche ein Dings, oder? Ledern ist er doch nicht. Ja. Hast du dabei? Alter, was hast du eigentlich? Kein Ledern ist er. Natürlich liegt er im Auto. Ach ja, ja gut. Was ist mit meiner Hose? War die ist auch beschädigt. Hier ist nackt. Nackt? Guckst du mir nicht schon mal auf die Puppe? Auf die Puppe? Ey, wer hat das damals gesagt immer? Puppenschmatze. Bestimmt von dir. Ja, natürlich. Selbstredend, ne? Ich hab das auch schon gesagt. Puppenschmatzen, Alter. Ja, richtig schön die Puppenschmatzen. Junge. Junge. So, von meiner Seite aus können wir Walter. Ja, Sekunde noch. Was war jetzt hier noch irgendwo Nachtsicht?
Ja, hier in den Fässern. Echt jetzt? Ach so, ja. Ach, ey, wir sind so. Ah, fuck, wir wollten ja noch woanders hin, Manu. Weißt du noch wohin? Genau, hoch zu den Stelzenbase. Ja. Jetzt aber übrigens noch eine Blendgranate. Kann ich die mal an euch austesten? Kann ich die mal an mich selbst austesten? Mach doch, schmeiß mal her hier. Ich hab die, glaube ich, noch nie in Action gesehen. Ich guck auch hin, vom Auto aus. Ja, warte. Entsichern. So, warte mal, wie wirft man die jetzt? Ja, genau. G drücken und dann so lang drücken, wie du willst. Na. Oh Gott! Hab ich mich erschrocken, ey! Oh, hab ich mich erschrocken, Alter, ich wollte gerade hinkommen. Die sind gar nicht so krass, wie ich dachte. Hä, die blenden gar nicht. Ja, man sieht halt immer noch die Silhouetten. Ja, aber gerade so. Oh mein Gott! Ich hab die sowas von klar eigentlich gesehen. Alle ins Auto! Ja, macht ihr mal. Ich muss noch mein letztes Magazin nachladen. Du dreckiger Lump! Junge. Das ist immer ein Krampf, die scheiß Magazine nachladen. Ich würde jetzt ganz schön einstellen, Dennis. Ja, geht gerade nicht. Jetzt geht es gleich los. Jetzt fahren wir erstmal kurz runter wieder, ne? Das wollen wir mal Auto leer machen und dann fahren wir zur Stelzen. Kennst du die Stelzenbase überhaupt, Dennis? Glaube nicht. Nee, glaube auch nicht. Dennis, kommst du schnell her? Ja gut, noch sind sie gleich auf dem Auto. Auto-Interessierte. Achso, ich brauche das Nachtsicht noch aus dem Fenster. Ist ja wieder. Okay, gut. Wir fahren da lang. Zombies kommen. Ich komme. Ein paar. Ich guck mal kurz auf den Desktop, ja? Den. Da müssen wir hin. Ihr könnt los. Interessiert mich. Wir müssen auf jeden Fall zum Eingang wieder, also. Ja. So gesehen links runter. Kannst über das große Flugfeld fahren. Über das große Flugfeld. Oh, da müssen wir durchfliegen, ja. Guck dir die mal an. Nein, hör auf. Also ich dachte schon. Ja, nein, ist okay. Nee, erstmal drehen, genau. Nennt er Drift? Brems? Oh. Alter, der kann nicht mal fahren, ey. Kein Wunder, dass er seinen Führerschein aus dem Ü-Ei hat. Ja, ohne Spaß. Das Ü-Ei war sogar noch gratis, weil er es auf der Straße gefunden hat. Yep. Schokolade, hast was gegessen. Vom Gewehr. Last Damage. 8M4 Flashlight. Flashbang. Nicht Nein. mal lesen kann. Wo hat er seinen Führer? Das ist gar kein Führerschein. Das ist einfach so eine Urkunde, dass er. Eine Urkunde hat. Ja. Er war einmal da. Ey, die Heckscheibe ist auch weg. WTF? Nee, die Heckscheibe ist auch weg. Da war nie eine. Ist so. Die haben wir verkauft auf dem Grünmarkt. Das Gerüpp. Bin jetzt auf jeden Fall wieder gut geladen mit Munition. Alter. Der fährt aber auf jeden Fall. Ich hoffe, das Auto überschlägt sich einfach. Was macht der? Ist der B? Ist kaputt gegangen. Wo ist mein Taser, ey? Hallo, die Gangscheibe ist kaputt gegangen. Aber man blutet die ganze Zeit und kriegt das gar nicht mit und wird das gleich bewusstlos bei der Fahrt. Alter. Mit Fullspeed aber. Muss sich ja lohnen. Waren wir jetzt zur Stelzenbase oder? Oh, ich weiß doch damals, wo ich da aus dem Spiel geflogen bin, wo das Spiel abgestürzt ist. Wisst ihr das noch, wo ich gegen Laterne wollte? Damals? Wie viele Male kam das schon vor? Nee, dass ich aus dem Spiel geflogen bin? Zweimal insgesamt. Aber einmal im Auto mit euch zusammen und einmal einfach so real, einfach so. So. Einfach passiert. Also mit seinem Real Car. Real. For real. Alter. Schnauze. Das ist an. Hat keiner gehört. Nee. Diese Stelle musste leider zensiert werden. Mist, wurde zu spät zensiert. Piep. Oh, stimmt. Ja, tschüss. Okay, doch nicht. Ich finde schon, man könnte die Waffe im Auto ziehen. Ich möchte Manu so gerne einfach einen Headshot geben, ja, bei der Fahrt. Ist sowieso lächerlich eigentlich, ne? Dass das nicht geht. Du bist halt so verletzlich, wenn du jetzt mit einem Auto fährst mit vier Mann drin und du fährst so über die Straße und da kommt irgend so ein Bambi mit seiner Waffe an. Und es kann immer nur einer gleichzeitig aussteigen und den kann immer wieder abschießen. Alter. Und wir drücken alle die ganze Zeit gleichzeitig. Ja, und es passiert aber nicht. Rechts. So im Dorf so gesehen die nächste links. Ja, stimmt, so gepanzert. Oh, ein Hammer, ey, das wäre doch so geil, Mensch. Ja, Mod, die mal alle rein können. Nee. Alle aus Armor. Du kennst. Oh, ja, gut, den. Oh. Wie heißt der den große? Den Ifrit. Oh, ja, den Ifrit. Mit dem du drüber pelzen kannst. Oh.
Das bei der Straße links. Hier müsste gleich einmal so eine Art Feldweg kommen und dann die nächste. Ah, da wo das blaue Schild da vorne ist. Also nicht hier. Nee. Alter, was will er? Er ist behindert, das ist so halt, da kann man nichts machen. Oh, frische Luft. Frische Luft, Entschuldigung. Wow, die Scheibe links bei mir ist zwischendurch immer. Ja, die ist, nee, die ist zwischendurch bei mir einfach wieder heile und dann ist sie wieder kaputt. Nö, bei mir nicht. Schlecht. Ich hab eine vernünftige Scheibe. Eine Winkelscheibe. Guck mal, auf welchen Winkel du guckst. Genau, jetzt erstmal ballern. Alter, lass deine Dreckstürschuh. Ich kann die leider nicht auf der anderen Seite aufmachen. Doch, kannst dich nicht umsetzen? Ego-Perspektive und dann rüber gucken. Ja, und dann? Ich teile. Hat doch Sitz wechseln. Ja. Oh, nicht mehr. Oh Gott! Ist der mutig, ey. Alter, fick dich. Kannst du ihn nicht nach hinten setzen? Also noch weiter nach hinten? Kannst du dich nicht einfach rausgehen? Ich kann mich nicht wieder zu dem anderen Sitz wechseln. Doch. Sitz wechseln. Den Sitz wechseln. Ich glaube, ich sterbe gleich einfach. Ja, ich hoffe es. Oh Gott. Jetzt mach auf die Tür. Ich heb ab! Alter. Ich zieh mich am Boden fest. Fest. Ist alles hier sicher? Manu, hier ist 20 und du fährst. Ich sehe es nicht, weil dein Hand davor ist. 45. Vielleicht ist es besser so, Kalle. 50. Junge. Hat der einen Reifen? Der hat einen Reifen verloren. Alter, dieses Meme. Oh, ja. Das war's aber da. Nicht du. Nee, das war zu dolle, weil so doll kannst du nicht lenken. Manu hat hinten überfahren, hat es unterm Reifen gelandet. Das ist was anderes. Zwischen Reifen und Reifen. Eben, da wird nochmal ein Gang hochgeschaltet. Warte mal, hier ist eine Tanke? Ohne Benzin leider. Haben wir überhaupt einen Benzinkanister dabei? Nee, aber nee. Wir müssen ja eigentlich, glaube ich, tanken demnächst, oder? Es hat nur knapp unter der Hälfte. Achso. Ah, da geht doch noch was. Der ist schon lange unter der Hälfte, schon lange. Die Anzeige ist schon seit 200 Kilometer kaputt. Das wäre krass, wenn es auch noch geben würde. Ja, aber das wäre dann hier in dem Spiel nicht gewollt. Das wäre wieder nur einer von vielen Bugs. 5450, die hintere Zahl. 5450. So gesehen links abbiegen. Also so gesehen geradeaus, aber halt links. Das fehlt noch, Alter. Dass die Autos Dings am Kilometerstand. Oh, dass man sehen kann, sobald man den erstmal bewegt, dass das dann hochgeht, bis er dann kaputt ist. Und dann sieht er sollte dann trotzdem bei 0 auch anfangen. Das wäre halt für uns geil. Ja, bei 0, ja. Neuwagen. Ihr möchtet doch looten. Ist. Ja? Ja, doch. Ja, Dixie-Klo, ich muss aufs Dixie-Klo da rechts. Ja, bleib stehen. Ja, darf ich einfach rausfahren? Nein. Dreck hier. Nein. Ich hasse euch, Alter. Ich sterbe als erstes, Alter, weil ich einfach nicht aussteigen kann. Oh. Faltbare Schulterstütze. Könnte ich auf meiner Karte aufmachen, glaube ich. Ja, war ja nicht so viel Loot, wie ich erwartet habe. Also war eigentlich gar nichts. Ich habe drei Schuss für meine Dings gefunden. Ja, geht. Hat sich gelohnt. Komm, Dennis, ich komme mal mit nach hinten, ja? Ja. Warum springst du? Achso, das bin nicht ich. Hä? Ich bin hier hinter dir. Warum? Wir bauen da die Tür, hallo! Warum machst du denn sowas? Weg mit dem Schmutz, dass das Kackauto ist, hat nichts. Das ist hier das Kackauto, das ist Dennis sein Oliver sein Auto. Ja, und das die Tür war letztens erst reingemacht. Das Ding hatte nichts. Ach, scheiß drauf, ja. Ach, musst du wissen. Brauch die Tür. Hallo! Fahr. Ah, nee, die kann liegen bleiben. Oh, ui. Ja. Last Damage. Oh. Hier sind doch die Ding-Zombies. Ja, muss wohl schnell. Ja, los, tschüss. Ja. Warum macht er denn nichts, Mensch? Er kommt einfach nicht rein. Es ist immer so nervig, wie lange das dauert, anstatt dass. Ey. Es können 10 Personen normalerweise einsteigen. In real. Und hier so? Eine halbe. 12. Die ganze Zeit weiter jetzt aus. Ja, rechts.
Warte, wir haben noch einen zweiten, noch einen, der mitfahren möchte. Ich hab schon Tür für den aufgemacht. Der darf nicht. Ich will nicht. Dieses Bullenauto fahren, Alter. Oh ja. Das war die Olga, ey. Richtig geil. Die dicke Detlef. Olga. Die Detlef. Detlef, okay, Olga. Detlef, die Soest. Detlef, Detlef, die Soest. Detlef ist gern die Soest. Die Soße. Mm. Meine Gratis-Kopfhörer sind da. Hoho. Sind schon kaputt. Nein, ich hab zu dem Handy gab's einfach gratis. Ja, ja, die sind schon kaputt angekommen. Achso, ja, das ist nicht wild. Ja, eben. Hauptsache gratis, ne? Ja. Alles, was gratis ist, ist nicht teuer. Alter, das ist ja so ein weiser Spruch. Junge, bist du. Den muss ich bemerken. Den werde ich meinen Enkeln erzählen. Ja, mein Kindeskind, dann genau. Alter, du fährst doch. Warte, ich guck. In die Tankstelle mit 90. Absolut so, ne. Vollgas. Das ist ja gefühlt wie 500. Voll krass, das sah gerade echt dolle schnell aus. Dolle schnell aus. Ja. Ja, ja, dolle schnell. Gibt auch nicht so dolle so, schnell. So, hier musst du rechts. Ins Haus direkt. Warte. Nee, geradeaus. Ich hasse ihn, Alter. Genau, fährst jetzt hier rechts. Und dann warte. Ihn. 20, Manu. Doch, es gibt eine schwarze Weste. Da musst du links fahren. Die ne. Okay, jetzt keine Ahnung. Warte mal, bleib mal stehen. Da, genau, da ist der Brunnen. Das heißt, jetzt müssen wir links. Ne, wir müssen ja nicht am Brunnen vor. Wie der wo stehen? Ach, da. Da, links. Rechts. Geradeaus, nach hinten. Und dann sehen wir geradeaus da vorne. In die Hausfassade. Nee, ich war jetzt gerade bei einer falschen Street. Du bist ja auch der Top-Navigator hier. Bitte fahren Sie jetzt gegen jemanden. War schon immer. Jeffrey, bring mich zur... Betthöhle. Nee, Betthöhle ist das ja nicht. Bett, Hochhaus. Bett, Hochhaus. Nice. Bettmatratze. Bettmatratze, auch. Geil. Jetzt hol ich die Kopfhörer raus. Oh, sogar mit Verpackung, Junge. Alter, krass, sogar mit Verpackung. Nein, Alter, bist du kick, ey. Sogar mit. Oh, hier, komm, ihr hört das erstmal, wie ich das aufmache. Und kaputt. Das ist ungefähr so, als würde ich an meinem Reißverschluss spielen. Ja, war auch ein Reißverschluss spielen. Ja, das mache ich immer. Immer auf Kinderspielplätzen. Alter. Standard. Oh yes! So Alter. Dinge, die Dinge so tun, ja. So, wir machen Sachen. Ja! Wir tun Dinge und machen Sachen, ne? Machen ja. Sachen. Backen Sachen machen. Okay, cool. Bin ich mal gespannt, wie sich die anhören nachher. Genau so. Okay, wenn du bei dem nächsten Dorf bist, dann... Also bei 4670 links abbiegen. Die erste oder zweite Zahl? Hintere, immer die hintere. Bei der nächsten Straße. So einfach. Was, links oder rechts? Links. Hier? Ja. Dennis, wir laufen ja einmal kurz, also du läufst ja einmal kurz durch, dass du deine Tablette nochmal kriegst. Braucht die nämlich dringend. Ja, krieg schon Zittrigen. Nein, du brauchst die wirklich jetzt. Ey, Manu, Alter, ich meine das ernst, er braucht die wirklich. Ja, ganz dringend. Ich wusste ja erst gar nicht wo, ich habe jetzt gar nicht geguckt. Nee, darum sage ich, er muss hier aussteigen, da ganz hin, 500 Kilometer nach hinten. Hier kann auch am Ende der Stadt sein. Hey, wenn ich sage hier, dann ist es hier und nicht da oder woanders oder keine Ahnung. Hier am Ende der Stadt. Hier. Also. Da kannst du auch sagen, hier in drei Dörfern weiter. Ja, du kannst auch sagen, gleich in einem Jahr. Also, geht auch. Der sagt aber keiner. Doch. Mag ich stark hoffen. Voll Idioten. Nee, glaube ich nicht. Super. Hatte ich schon.
Dann hört man den einfach nicht zu. Ja, die ist auch knetendämlich gewesen, muss ich dazu sagen. Loch ist Loch. Nee, ekelhaft, die doch nicht. Loch ist Loch. Alter, hier ist ja gar nichts drin, Junge. Ist das lächerlich. Okay, das ist krass. Das ist krass. Braucht wer Wanderschuhe oder ein Teddybär zum Reinheulen? Nee, ich hab mal das Auto hier verbessert. Ich hab eine neue Tür reingemacht. Alter, der benutzt unser Auto, Junge. Nee, es ist sogar mit einem heilen Scheibe. Jetzt macht er mir auch noch eine Fahrraddings ran aus. Oh nee, Fahrradtür kannst du vergessen. Ja? Fahrradtür kannst du komplett abessen. Nein, 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 die bleibt da. Das sieht schön aus. Nee. Gute Farbe auch. Du bist das ist das Ranz-Auto. Nein, ja, das ist Ollis Auto. Der hat ein Ranz-Auto. Das Ding hat ja nicht mal so eine Motorhaube. Beziehungsweise so eine Kofferraumhaube. Das wollte ich, ja letztes Mal, aber Kalle wollte nicht. Hä, Motorhaube? Ja, was Kalle will, immer. Ist egal. Nee, eine Motorhaube immer. Das ist okay. Motorhaube und Heckklappe. Bist du dran also vorbeigefahren und wolltest nicht. Kann ich hier nicht die Heckklappe einfach abmachen? Nee, geht nur. Wenn's geht. Wow. Geht, wenn's geht. Bei dem nicht. Hey, das geht. Ah, hier ist der Teddy, bei dem ihr meintet. Gut, dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich gebe da noch einen Tab, den kommt, habe ich. Aber dann auch mich. Tschüss. Tschüss. Er heißt Keck Simulator 2012. Keck Reloadiac. Ja, Keck der echte. Der echte.